Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 7. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen am Mount Nebel umgesehen, haben dort ein paar Sachen eingesammelt. Mir fällt auch gerade ein, dass wir eine Materia, eine Kontamateria bekommen haben. Die würde ich, glaube ich, tatsächlich gerne ihm geben. Ihm geben. Meine Güte. Ich weiß nicht, statt was. Zeit setzt du ja sowieso nicht ein, so richtig. Weil es ist ja Hast. Achso, er kriegt Hast, Mach und Stopp durch das. Habe ich irgendwas Neueres für dich, was ich dir. Lähmungsverstärkung, allmähliche Verstärkung. Oh, das ist was für. Sie? Kriegst du das Vitalität? Weiß nicht, was sich dadurch. Da kriegst du Gift und Blind. Ja, und. Ich weiß nicht, ich würde. Ich würde zwar irgendwie gerne jemanden den Konter geben, also den Gegenangriff, aber wenn den keiner haben will. Na gut, in der letzten Folge haben wir, wie gesagt, Mount Nebel abgeschlossen, haben dort gegen eine Substanzhalterbestie gekämpft, keine Ahnung. Ich dachte auch, dass wir dort auf Sephiroth treffen, vielleicht hätte ich in den Reaktor reingehen sollen, bin ich nicht. Egal, wir gehen jetzt in diese Städtle, weil wir sind hier gerade in der Raketenabschussregion. Es ist ein sehr toller Name für eine Region und ich kann mir darum überhaupt nicht vorstellen. Was ist das? Ich hab eine Rakete. Maybe. Eine rostige alte Rakete? Frage mich, worüber, wofür sie sowas Riesiges gebaut haben. Ich weiß nicht. Hi, was bist denn du? Achso, ich dachte, die will mit mir reden. Frag den Kapitän etwas über die Stadt. Er ist hier der Chef. Kapitän, hast du einen Mann im schwarzen Umhang gesehen? Kapitän? Wer ist der Kapitän? Der Kapitän war Pilot, als Shinra noch am Raumfahrtprogramm interessiert war. Treffen wir hier auf. Ich kann heute nicht reden. Und treffen wir auf Sid? Er sollte der erste Astronaut der Welt werden, aber dann geschah ein Unglück. Seit der Zeit vegetiert er hier vor sich hin und träumt davon, ins All zu fliegen. Hast du einen Mann im schwarzen Umhang gesehen? Einen Mann in einem schwarzen Umhang? Nö, nie gesehen. Und hier reingehen. Guten Tag. Bei mir bekommst du Waffen und Zubehör. Da bin ich ja genau richtig, Mann. Eine Schrotflinte. Boah. Die kriegt. Es kriegt. Ich hab vergessen, wie er heißt. Vincent. So, Goldarmband. Zauber plus 10. Das wäre was für Aerith. Und dann hätte ich. Habe ich sogar an. Und Goldarmband. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube nicht, dass ich das. Ich glaube nicht, dass ich das 8 mal haben will. Ich habe in meinem Team ja sowieso nur 3 Leute, deswegen. Guck mal, wie das leuchtet. Ah, das heißt, die Leute sind im Team, ne? Ich kaufe vier. Dann tue ich mal Vincent ausrüsten hier mit seiner Schrotflinte. Dann kriegt er noch hier das Goldarmband. Dann kriegt er ein Goldarmband. Dann kriegt sie. Nein, ich will das Goldarmband. Meine Güte. Perfekt. Und dann. Ich möchte dann jetzt verkaufen Objekte. Und zwar verkaufen wir jetzt. Ja, was verkaufe ich denn hier? Quecksilber kann ich verkaufen. Wie
Geschichte war es, ich werde kurz aus der Stadt rausmarschieren. Damit ich meine Charaktere wechseln kann. Und die mal hier umrüsten kann. Auf ihre Sachen. Fein. Das ist ja der Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass er da ein mehr Slot hat. Hat zwar 4 Punkte weniger. Puh. Ich glaube, ich nehme den Vulkanblaster. Und dann kriegst du hier mal Shinra Armband. So. Dann kriegst du die Doppelviper. Das Silberarmband hast du schon. Okay. Dann tauschen wir wieder. Tiefer. Und dann kommt einmal unser Red rein. Es ist so cute, dass die so weit hinten sind mit den Leveln. Das ist einfach abartig, ne? So, Tigerzahn, Mega-Handschuhe, dann kriegst du die Power Soul. Doppelte Schlagkraft bei Gefahr. Klingt zwar mega geil, ist aber echt scheiße. Ich wollte sie nicht geben. Ist der Tigerzahn besser? Kann ich eigentlich so gut wie möglich alles bei ihr verkaufen. So, Silberspange. Seraphim-Kampf. Die Stärke. Oh, wow, das kriegt er. Nein. Das ist super. Gut. Dann fehlt uns jetzt noch. Ja. Ein Rest haben wir. So. Kesef. Von dem haben wir so viele Sachen. Das silberne Megafon behalte ich mir. Weil. Sollte Eris mal nicht da sein? Vaja Butch. Er hat ganz viel Platz. So, schwarze Megafon ist nicht so toll. Das grüne. Das gelbe und das schwarze verkaufe ich. Gelb und grün verkaufe ich. Schreibe ich behalten dazu und grün, nein, schwarz und gelb können wir verkaufen. Dann rüste ich ihm das hier aus. So, und dann kommst du wieder raus, weil jetzt kommt wieder unser. Es ist so cute, guck mal. Aerith und Vincent 35, Cloud 36. 30, 32, ei. Ja, aber gut. Den finde ich jetzt nicht so hardcore schlimm. Gut. Dann kann ich jetzt in die in die gute Stube gehen und das und das verkaufen. Was wir nicht brauchen, ich hoffe, eine Gewehr ist eine Waffe für Männer. Was anderes ist nicht gut genug. Ja, okay. Mega-Handschuh verkaufe ich. Das verkaufe ich. Jetzt behalte ich den Carbon-Reif. Verkaufe ich. Dann haben wir gesagt, die Windklinge kann ich verkaufen. Das gelbe und das schwarze. Ich habe hier noch eine Fernwaffe. Was hat sie denn ausgerüstet? Ich habe keine Ahnung, was sie ausgerüstet hat, aber das ist egal. Ich habe ein bisschen was verkauft. Cloudswaffen verkaufe ich jetzt nicht unbedingt, weil ich weiß nicht, ich möchte nicht verkaufen. Ich könnte ins Inn gehen und ein bisschen pennen. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Wer bist denn du? Sucht oder nicht? Ich denke mal, es soll echt oder so heißen, aber gut. Hi, willkommen im Shanghai. Shanghai schreibt man doch nicht so. Oder? Schreibt man Shanghai so? Okay. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ist egal. So, gut, dann gucken wir uns hier weiter um. Hi. Wer bist denn du? Trink besser was. Oh, okay. Hi. Willst du etwas trinken?
Erzähl mir was. Hast du den Kapitän schon kennengelernt? Er ist der wahre Repräsentant der Stadt. Du solltest wirklich mit ihm reden. Wo ist der? Da ist mir am Klo. Hallo! Bitte! Ich sehe es. Ich sehe es. Dann gucken wir uns da oben mal um. Mhm. Eine Badewanne. Das sind drei Zimmer. Wir haben doch gar nicht so viele Leute. Wir sind doch mehr. Wir sind doch schon zu siebt, ne? Okay, Red wird wahrscheinlich kein Bett haben. Na gut. Dann gucken wir uns mal weiter um hier. Ich liebe diese Musik da. Ist noch. Hi. Mensch, mir ist so langweilig. Gibt's da nicht, was mich ein wenig aufwecken könnte? Ich geh eine Runde joggen. Hi. Puh, wie langweilig. Passiert da nichts Aufregendes mehr? Was erwartest du dir? Eine Atomkatastrophe? Mann. Ich möchte mit dir reden. Diese verrottete Rakete ist alles, was vom Shenra-Raumfahrtprogramm noch übrig ist. Wie heißt die Stadt überhaupt? Rocket Town, okay. Lass mich raten, weil hier eine Rakete steht. Dies war früher eine Shinra-Basis. Von hier aus starteten die Raketen. Hast du die schiefe Rakete gesehen? Das war Shinra 26. Sie ist jedoch nie gestartet. Okay. Hallo? Guten Tag. Willkommen, das ist der Objektladen. Hast du Eta? Danke. Zeit. Schluss. Schutz hab. Kann ich mir nicht leisten. Zu teuer. Ey, wo ist der Ausgang? Über zu Omi. Opa tut den ganzen Tag nichts anderes als die Rakete anzustarren. Okay, na, wenn es ihm Spaß macht, vielleicht erfüllt ihm das mit Lebensfreude, wenn er eine verrostete Rakete anstarrt. Ich habe Angst, dass ich irgendwie in die Story reinlaufe. Wo ist denn wer? Oh, eine Kiste! Kraftkapsel, ne? Dankeschön. Hi. Oh, warte mal, kenne ich irgendwelche guten Witze? Klopf, klopf. Wer ist da? Cloud Strife. Haha, das ist schlecht. Okay, dann ist das letzte Haus, was hier übrig ist. Da ist eine Toilette. Kann ich da reingehen? Ich hab die Toilette. Oh, da ist die Kiste. Da ist die Kiste, da ist die Kiste. Nein, nein, ich will da. Boah. Was für ein Arm? Ein Bohrarm? Kannst du das bitte hier so nach Typ ordnen? Danke, weil, was ist denn ein Bohr? Das ist eine Waffe für Barrett. Na toll. Hallo? Oh, was steht hier für eine coole Karre, hey? Eine Flugmaschine. Da ist das Shinra-Logo drauf. Tiny Bronco. Das ist cool. Wir sollten es einfach nehmen, Cloud. Klar, ich nehme doch einfach eine Flugmaschine, die da mitten im Garten von irgendjemand steht. Kann ich helfen? Eigentlich haben wir Hausfriedensbruch begonnen, ne? Nein, wir bewundern es nur. Wenn ihr fliegen wollt, fragt bitte den Kapitän. Er müsste eine Rakete sein. Ich bin Shara. Und wie heißt ihr? Der Name in Ser Shinra. Ich bin Cloud. Ich bin Aerith. Vincent. Vom Beruf bin ich. Egal. Du gehörst also nicht zu Shinra? Nein.
Ich dachte, du bringst uns die Zusage, dass das Weltraumprojekt wieder startet. Präsident Rufus wieder erwartet. Der Kapitän ist schon den ganzen Morgen unruhig. Oh, verdammt. Rufus? Verdammte Kacke. Rufus hier? Oh mein Gott. Nein, gib... Nein, wo war die Frau überhaupt? Ich hab die gar nicht gesehen. Ich liebe diese Musik. So, okay. Achso, das ist eine Brücke. Oh, ich habe das Gefühl, dass wir hier auf Xip treffen. Ich weiß nicht. Ich habe so echt das Gefühl, dass wir hier gleich auf Shinra treffen. Auf Shinra treffen werden und dass wir auf sie treffen. Seht? Seht? Oh, tatsächlich! Seht! I see it. Hallo. Hallo. Don't ignore me. Hallo. Was macht ihr denn hier? Wir haben gehört, der Kapitän sei hier. Kapitän? Ich bin der Kapitän. Ja, Mann, wir haben Sid! Ich heiße Sid, aber jeder nennt mich Kapitän. Was willst du? Erzähl mir von dieser Rakete. Wow, nicht schlecht für einen Jungspund. Also gut, ich erklär's. Dir ist klar, dass Shinra während des sinnlosen Krieges jede Menge technischer Geräte entwickelt hat. Jetzt ist es eine Mako-Firma, aber damals waren sie Waffenhersteller. Oh, wusste ich gar nicht. Sie haben einen Raketenantrieb entwickelt. Huch, was ist jetzt? Alle waren so begeistert von dem Gedanken, in den Weltraum vorzudringen, unsere Träume wurden immer gewagter. Sie stellten eine Menge Geld bereit und bauten einen Prototyp nach dem anderen. Schließlich wurde Shinra 26 fertiggestellt. Sie wählten den besten Piloten in ganz Shinra. Nein, in der ganzen Welt. Mech, ist ja klar. Endlich war der Tag des Starts gekommen. Alles lief gut. Aber wegen Shera, der blöden Kuh, wurde der Start vermasselt. Deswegen sind sie so knickerig geworden. Und daher haben die Shinra das Raumfahrtprogramm gestoppt. Und das, nachdem sie mir gesagt hatten, dass die Zukunft in der Raumforschung liegt und ich mir Hoffnungen machte, zum Teufel mit denen. Und dann, als sie herausfanden, dass Makroenergie profitabel ist, war alles aus. Da haben sie überhaupt keinen Gedanken mehr an Raumfahrt verschwendet. Geld, Kohle, Rubel, für die war mein Traum nichts als ein paar Zahlenkolonnen. Oh. Schau diese verrostete Rakete an, darin sollte ich als erster Mensch ins All fliegen. Jeden Tag steht sie ein bisschen schiefer. Bei dem Tempo weiß ich nicht, was zuerst passiert. Das Ding fällt um oder ich bin hier weg. Meine letzte Hoffnung ist ein Gespräch mit dem Präsidenten. Hallo? Was willst du? Kommt Rufus? Ja, das wären Neuigkeiten. Ein Neustart des Raumfahrtprogramms. Ein junger Präsident muss her, der auch noch Träume. Der hat auch noch Träume. Was willst du? Können wir dein Flugzeug haben? Bist du völlig verrückt geworden? Das ist mein liebster Besitz. Das gebe ich nicht her. Dann gehe ich wieder. Tschüss. Er gibt mir sein Flugzeug nicht, Mann. Ach, vielleicht habe ich ja deswegen mein Buggy nicht mitgenommen, weil ich hier vielleicht das Flugzeug kriege, ha? Huh? Das wäre ja eine Idee. Was war das jetzt? Hallo, ich will das Flugzeug von dem alten Mann hier haben. Kann mir das bitte jemand geben? Bitte, Sidi, gib mir das Flugzeug. Sidi, Sid, 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 gib mir das Flugzeug. Hallo. Ich
wir das Flugzeug haben. Also noch eine Rakete gearbeitet wurde, war die Bewohner der Techniker. Okay. Sie steht hier einfach hier. Ja, lass uns schauen. Wunderschön. Voller Moos. Wunderschön. Ich bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt, wenn ich sie anschaue. Tut mir leid, da dich mit reinzuziehen. Für mich ist es eine Art Hobby. Aber nimm das als Zeichen meiner Anerkennung. Yoshi. Ich möchte, dass du darauf aufpasst und es benutzt. Was für ein Yoshi? Doppelte Schlagkraft für die Freunde der Kampf und Fee. Jetzt habe ich erst ein neues Schwert gekriegt und jetzt. Ist zwar cool, hat aber nur zwei Slots. Also im Moment nein. Hier, was mache ich denn jetzt? Nein. Wo war nochmal das Haus von Sid? Hier hinten, ne? Wo sind die? Entschuldigung, Cloud? Ja. Die wollte ich reden. Warum versteckt sich? Hat der Kapitän was gesagt? Nein. Ach. Da kommt er doch. Schere, bist du blind? Wir haben Gäste. Bring den Tee. Entschuldigung. Wohin geht Vincent denn bitte? Bitte keine Umstände wegen uns. Halt die Klappe, pflaster den Hintern auf den Stuhl da und trink den vermaledeiten Tee. Ah, ich bin so wütend. Shara, ich bin im Hof und möbel die Bronco auf. Und du kümmerst dich um den Tee, alles klar? Was ist mit ihm denn los? Okay. Meine Güte, so schlechte Manieren. Entschuldigung, es ist unsere Schuld. Nein, er ist immer so. Ich kann nicht fassen, dass du dir das gefallen lässt. Nein, es ist wegen meines blöden Fehlers. Ich bin es, die seinem Traum zunichte gemacht hat. Was ist passiert? Hey, beweg deinen Hintern, du bist lahm wie eine Schnecke. Er würde ja sogar am Mond anfangen zu gehen, wenn er dir zusehen müsste. Das war jetzt echt gemein. Entschuldigung. Verschwend nicht so viel Zeit, den scheiß Sauerstofftank zu überprüfen. Shara, es ist gut, vorsichtig zu sein, aber man kann es auch übertreiben, so oft wie du den Sauerstofftank überprüfst. Das Ding geht nicht kaputt, nicht mal wenn die Hölle zufriert. Aber... Kein Aber! Du bist doch nicht blöd, mach ein bisschen zu. Tut mir leid. Kapitän, unser Traum wird endlich wahr. Wir sind so stolz, am Start des Shinra 26 beteiligt zu sein. Kapitän, alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. An Start, klar? Sieht ein bisschen trotzdem verrostet aus hier an der Seite rechts. Okay, überlass alles mir. Bin bald zurück. Alles klar, Kapitän. Erfülle unseren Traum. Danke, Jungs. Wir beten dafür, dass alles gut geht. Instrumentenanzeige, alles in Ordnung. Shinra 26 startbereit. Motorendruck steigt. Shinra 26, 3 Minuten bis Start. Countdown läuft. Endlich. Was ist los? Sid, wir haben einen Notfall. Im Antriebsbereich befindet sich immer noch ein Techniker. Was? Was ist das kleine... Verdammt! Ich weiß nicht, Sprechanlage im Antriebsbereich aktivieren. Hey, verdammt! Welches... Irgendetwas ist denn noch da drin?
Ich bin Shera, Kapitän. Keine Sorge, macht weiter mit dem Start. Shera, was machst du denn immer noch da drin? Ich bin immer beunruhigt. Die Werte des Sauerstofftanks waren nicht zufriedenstellend. Du blöde kleine Ratte! Da drin wird es so heiß werden, dass von dir kein Fetzen mehr übrig bleibt, wenn wir starten. Du wirst zu einem Stückchen Kohle zusammenschmoren. Du wirst sterben. Das ist dir doch klar, oder? Das ist mir egal. Wenn ich das hier reparieren kann, wird der Start ein Erfolg. Ich bin fast fertig. Was will sie denn die ganze Zeit reparieren? Fast fertig? Du wirst draufgehen. Sid, wir müssen mit dem Countdown anfangen. Wenn nicht, schaffen wir es nicht. Motoren starten. Hey, Moment mal. Shera ist immer noch da drin. Was willst du tun, Sid? Falls wir abbrechen, müssen wir bis zum nächsten Start 6 Monate warten. Verdammt, Shera! Willst du mich zum Mörder machen? Kapitän! Shera? Tank 7 ist in Ordnung. Wenn ich mit Tank 8 fertig bin, ist alles startbereit. Na los, Shera, beeil dich, du wirst sterben! 30 Sekunden bis Zündung. Countdown läuft. Vergiss sie! Wir schaffen es nicht rechtzeitig! Was soll ich tun? Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 15 Sekunden bis Zündung. Innentemperatur steigt. Oh Mann, der Mond, der Weltraum, meine Träume. Zündung durchführen. Verdammt! Deswegen steht es so schief. Er hat den Notausschalter des Antriebs gedrückt und die Mission abgebrochen, um mein Leben zu retten. Daraufhin wurde das Raumfahrtprogramm gestoppt und der Start gestrichen. Wegen mir wurde sein Traum zerstört. Ja, warum guckst du auch 10.000 Mal nach, ob das passt, wenn es eh passt? Deswegen ist das okay. Mir ist das egal, was der Kapitän sagt. Ich lebe nur für ihn. Da kommt er wieder. Der gute Sid. Shera, du hast ja immer noch keinen Tee serviert. Entschuldigung. Los, setzt euch hin. Oder ist meine Gastfreundschaft etwa nicht gut genug für euch? Die sind spät dran. Wo bleibt Rufus? Oh, 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 oh. Hallo, lange nicht gesehen. Na, Sid, wie geht's? Na, wenn das mal nicht der olle Palmer ist, wie lange wolltest du mich denn noch warten lassen? Wenn das eine von Shinra ist, haben wir ein fettes Problem. Und wann wird das Raumfahrtprogramm wieder gestartet? Hehe, weiß ich nicht, der Präsident ist draußen. Warum fragst du ihn nicht? Warum fragst du ihn nicht? Verdammt! Du nicht zu gebrauchen, der fette Saftsack. Sag nie wieder fett! Oho, Tee? Kann ich auch etwas haben? Mit viel Zucker und Honig. Ach ja, vergiss den Schmalz nicht. Lalalalala, tschüss. Sollte ich nach vorne gehen zu Rufus? Ich will aber nicht zu Rufus gehen. Ist Präsident Rufus gekommen, um anzukündigen, dass er das Raumfahrtprogramm wieder starten will? Darf ich mit dir reden? Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will mit dem Palmer reden. Hey, kennen wir uns? Hey, ist jetzt hier noch nicht fertig? Mit viel Zucker und Honig und vergiss den Schmalz nicht. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, rauszugehen. Was zum? Du hast mich für nichts und wieder nichts aufgeregt? Warum bist du denn dann hier? Ich will kleiner Bronco ausleihen. Nein, das ist mein Flugzeug.
weg. Wir sind hinter Sephiroth her, aber es scheint, dass wir die falsche Richtung erwischt haben. Aber ich glaube, jetzt wissen wir, wohin er unterwegs ist. Wohin ist er? Zum alten Volk, ne? Ins verheißene Land. Wir müssten aber den Ozean überqueren. Deswegen wollen wir dein Flugzeug. Verdammt, erst das Raumschiff, dann die Rakete und jetzt auch noch den Bronco. Shenron hat das Weltall genommen und jetzt willst du mir auch noch den Himmel wegnehmen? Oh je. Du scheinst zu vergessen, dass du ohne Shenron in gar nicht erst geflogen wärst. Wie bitte? Entschuldigung. Hier entlang. Du wolltest meinen Bronco benutzen, oder? Ich glaube, Palmer holt ihn gerade. Warum redest du nicht mit ihm? Was? Okay. Warum muss ich als Leiter des Weltraumprojekts sowas machen? Hallo. Los, Tiny Bronco. Dich habe ich doch schon irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß. Das Shinra-Gebäude, als der Präsident getötet wurde. Ich war es nicht. Wache! Ernsthaft? Really? Zeig mir seinen Popo. Schau mal, ich kann dich vergiften. Ist ihm egal, okay. Au. Zeigt ihm wahrscheinlich seinen Popo? Ja. Soll ich hier ein bisschen anschmoren? Ich weiß nicht, ob du das so geil findest, wenn ich anschmore. So ein bisschen Feuer unterm Popo. Wow. Ja, den nicht getroffen. Jetzt hätte ich mir schon wieder einen Popo. Was bist du für ein Arsch, ey? Komm, bam. Warum trifft den Cloud nicht mehr? Cloud, treff ihn! Treff ihn! Komm, Cloud! Du schaffst es! Okay. Sie trifft ihn auch nicht? Ein bisschen Feuer unterm Hintern? Ist doch toll, oder? Komm, Vincent, schieß in seinen Popo. Komm, schieß in seinen Popo rein. Hehehe. Bewegt sich das Flugzeug? What the fuck? Was geht mit ihm, ey? What the fuck? What the fuck? Jetzt vom Auto niedergefahren worden. Oh, Genesung. Ideenreifen. Er hält nicht. Egal, steigt alle ein. What? Hä? Wer fliegt denn jetzt?
gar keiner drinnen. Was? Was? Nein! Wer fliegt denn jetzt da eigentlich? Mist, das Heck ist getroffen. Notlandung? Jetzt wird's nass. Reiße zusammen und bleibt ruhig. Wird schon gut gehen. Hä? Wow. Super. Funktioniert ja mega atemberaubend. Soll. Der fliegt nimmer. Können wir ihn nicht als Boot benutzen? Verdammt, mach was du willst! Sid, was willst du jetzt tun? Herumhängen? Keine Ahnung, bei Schiene bin ich unten durch. Und die Stadt kann ich auch vergessen. Und was ist mit deiner Frau? Was ist mit Shara? Frau, du machst Witze. Leider Gedanken ans Heiraten jagt mir kalte Schauer über den Rücken. Und was werdet ihr tun? Ich glaube, wir segeln übers Meer. Wir suchen einen Mann namens Sephiroth. Irgendwann müssen wir ja auch den Shinra-Boss Rufus kriegen. Davon weiß ich nichts, aber... Zum Henker, ich bin dabei. Wie steht's mit euch? Mach, was du willst. Schön dabei zu sein, ihr Hohlköpfe. Hohlköpfe? Ja, wenn so dumm ist, es mit Shinra aufzunehmen, muss einfach ein Hohlkopf sein. Ja, macht Spaß. Dann bist du auch ein Hohlkopf. Wohin geht's? Rufus folgt Sephiroth zum Tempel des alten Volks. Wirklich? Wo liegt er, dieser Tempel des alten Volkes? Keine Ahnung, Rufus sagt, er ging in die falsche Richtung, also vielleicht hier lang. Wir sollten einfach an Land gehen und fragen. Tempel des alten Volkes, der Name lässt mir keine Ruhe. Jetzt geht mein Flugzeug doch wieder. Wie du Tiny Broko fliegst, klicke auf OK, um einzusteigen, klicke auf Abbrechen, um auszusteigen. Tiny Broko kann niedrige Wässer und Flüsse durchqueren. Spieler können auf dem Strand ein- und aussteigen. Ich würde gerne die Karte. Ich weiß halt, ich brauche die Karte, bitte. Ich habe keine Ahnung, wo ich fahre. Da jetzt einfach da. Da ist oben ist die Stadt, da fahre ich jetzt hin, wenn ich hinkomme. Da hätte ich abbiegen müssen. Da komme ich aber nicht weiter, okay. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da ist Rocket Town. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, Leute. Absolut keinen Plan. Bin ich denn über? Ich sehe nicht mal, wo ich bin hier. Ich bin in der Wutai-Region. Super. Ich hab Sid im... Oh, ich hab Sid im Team. Oh, Sid. Okay, Sid kann mitspielen. Er spielt in der obersten Liga. Er ist auch Stufe 35. Komm mal ran. Wir müssen, was du kannst. Oh, du Kacke. Da, höchste Mentalität. Das könnte ich eigentlich Aerith geben. Weil. Dann kann ich ihr die neue Waffe geben. Also ich schätze mal, dass ich hier schon durchgehen kann. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir hier schon aufnehmen. Ich habe ein bisschen Angst. Komme ich hier überhaupt durch? Das ist meine Befürchtung, dass ich hier nicht. Da ist eine Brücke. Ja, tatsächlich. Ich komme hier weiter. Huch.
Okay. Warte, 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 warte! Was ist jetzt plötzlich passiert? Ich kenne diese Gegend ziemlich gut. Es ist schwierig durchzukommen. Macht euch auf einiges gefasst. Irgendwas stimmt hier nicht. Du hast nicht wieder irgendetwas Hinterhältiges vor, oder? Nein, es ist wirklich schwierig. Da sind sie, ergreift sie! Die Shinra? Nein, das sind sie nicht. Das sind die Typen von vorhin. Yuffie, hast du zufällig... Das wusste ich nicht. Damit hatte ich nichts zu tun. Damit? Was meinst du damit? Achso, hattest du tatsächlich was vor? Nein, was sollen wir tun? Los, ergreift sie. Erst schnappen, dann fragen. Die rennt einfach weg! Was für eine Mistgöre, ey. Ich hab keine... Warum hab ich... Sie hat unsere ganzen Materias geklaut! So eine Gurke! Die hat meine Materias geklaut! Die hat einfach meine Materia geklaut! So eine blöde Gurke, ey. Aua. Die hat meine Materia geklaut. Ich komm drauf nicht klar. Die hat einfach meine Materia geklaut, diese Gurke. Was ist hier los? Ich wusste, irgendwas würde fehlen. Meine Materia sind weg. Ich bin so wütend! Sie hat es wahrscheinlich von Anfang an auf unsere Materia abgesehen. Sie scheint Richtung Norden zu laufen. Schnell hinterher, damit wir unsere Materia wiederbekommen. So eine blöde Kuh, ey. Und lasst mich raten, sie ist auch gar nicht mehr da. Nein. Habe ich gar keine Materia mehr? Ich habe gar keine mehr. Was ist das für eine Gurke, Mann? So eine Gurke, ey. Bah, kriege ich die Krise, ey. Gott. Was, wenn in der nächsten Folge dann in Anbetracht zieht, wo unsere ganze Materie hin ist? Naja, gut. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir, ich denke mal, nach Wutai gehen. Weil Wutai sagt mir was, das hatten wir in Crisis Core auch. Da kam Yuffie her. Aber warum hat die jetzt einfach unsere Materie geklaut? Ey, was soll denn das? Mann! Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao!